Was da drin? Was da drin? Was da drin? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und wir starten gleich am Morgen im Badezimmer. Ich habe hier das Babyfon stehen, Ella schläft also noch gemütlich. Die anderen beiden Kinder sind in der Küche und machen eigentlich da ihre Aufgaben. Elias macht gerade die 100er Tafel. Ich habe jetzt hier meine Haare gewaschen, die 100er Tafel. Da schreibt man die Zahlen von 1 bis 100 auf. Das habe ich ihm jetzt ausgedruckt, genauso wie seinen Buchstaben, den er aktuell hat, damit er das mit Schreibschrift nachschreiben kann. Und dann werde ich noch mit ihm lesen, Mathe machen. Und dann gehen wir nachher zum Mittagessen. Genau, das ist erstmal so der Plan. Ich werde mich jetzt weiterhin fertig machen. Ich habe gerade meine Haare gewaschen. Heute mal mit einem neuen Shampoo. Ich kann das ja mal kurz holen. Und zwar sieht es so aus. Das ist von Garnier Fructis. Normalerweise hatte ich ja immer ganz lange dieses Head & Shoulders. Jetzt habe ich schon über Monate andere Shampoos probiert. Ich habe aber immer noch dieses Problem. Ich denke mal, dass es auch am Stress liegen könnte. Zumindest hat mir das letztens jemand gesagt, dass er immer, wenn er Stress hatte, diese Schuppen hatte und sobald er oder sie, es war eine sie, ganz lange, also längere Zeit frei hatte, Urlaub hatte, dann ist das weggegangen. Und das hat total gebrannt auf der Kopfhaut, also so, als würde das jetzt alles rein sein. Da ist Zink auf jeden Fall mit drin. Ja, ist wahrscheinlich nicht ganz so prall, aber bevor ich jetzt mich hier Ewigkeiten rumärgere, ja, habe ich jetzt erstmal das genommen. Ich werde mich natürlich trotzdem weiterhin durchtesten und wir werden mal sehen, wie das dann weiter verläuft. Wenn der Stress nicht so hoch ist, dann habe ich mir hier noch ein Mandelöl besorgt. Das soll sehr gut sein für die Haare. Das werde ich mir dann wahrscheinlich heute Abend in die Haare mal einarbeiten, das über Nacht einwirken lassen. Gerade so am Kopf, auf der Kopfhaut. Kannst du dich schnell. Was soll ich da machen? Aufmalen. Ich soll alles aufmalen? Ja. Das musst du doch machen. Du kannst doch so toll ausmalen, Felix. Ja, das ist doch aber nicht schlimm. Wer sich jetzt wundert, warum ich so ein Knetschauge habe, ich habe hier eine Entzündung am Auge. Ja, da werde ich mir jetzt erstmal meine Augentropfen reingeben. Ich habe jetzt hier die Augentropfen von Velvala. Velvala wollte ich schon sagen. Diese Euphrasia Augentropfen. Und die machen ein richtig gutes Gefühl. Also die befeuchten die Augen, beruhigen die Augen. Das merkt man richtig. Und ich nehme aber noch Antibiotikum für das Auge. Wenn ich jetzt meine Haare öffne, sind die total strubbelig jedes Mal. Das war früher nie so. Normalerweise waren die früher total glatt, sodass ich die einfach nur kurz durchkämmen musste. Und jetzt brauche ich dafür wirklich sehr, sehr viel Zeit und Pflege. Und das liegt zu 100% an der Blondierung durch diese blonden Strähnen. Das hatte ich sonst früher überhaupt nicht. Und ich nehme jetzt das hier, das ist von L'Oréal Vital Doppel Elixier. Also ich nehme das schon eine Weile, aber ich finde, das bringt jetzt nichts. Also so, wenn ich mir das reinsprühe, macht es jetzt keinen besonderen Effekt, dass ich das irgendwie dadurch besser kämmen kann. Ich wünschte, ich müsste das nicht machen. Wenn ich jetzt meine Kur einwirken lasse, dann geht es auf jeden Fall viel einfacher, aber die muss ich ja über Nacht einwirken lassen. Und dann habe ich mir ja letztens das hier gekauft, dieses Haaröl von Balea. Und da gebe ich meistens so 1, 2 oder 3, 4, 5 Pumpstöße und verteile das in meine Hand und dann gebe ich das in meine Spitzen und dann kämme ich jetzt einfach meine Haare durch. Meine Haare habe ich jetzt gekämmt. Ja, schlechter als recht. Ich glaube, hier oben ist es noch ein bisschen verziebt. Da ich jetzt im Bad bin, habe ich mir überlegt, kann ich euch ja auch gleich ein bisschen zeigen, was ich so mache pflegetechnisch am Morgen. Das ist jetzt nicht super viel. Also ich meistens beginne ich damit, dass ich mir dieses Rosenwasser von Jungglück, kann ich euch gerne mal unten verlinken. Ich habe ja jetzt einen Amazon-Shop, das heißt, ich habe jetzt nicht selber einen eigenen Shop, sondern man kann als Person oder als jemand, der eine gewisse Reichweite hat, ich glaube, das heißt Influencer-Programm, dann sich so einen Shop anlegen und dann seine Produkte in Kategorien einordnen. Also das ist im Prinzip nichts anderes als diese Affiliate-Links, die ich sonst immer unten reinsetze. Und das wiederum heißt, dieser Affiliate-Link, also wenn ihr zum Beispiel, wenn ich euch sage, das verlinke ich euch unten und ihr klickt da drauf, ihr kennt das bestimmt schon, dann und ihr kauft über diesen Link etwas, es muss nicht das Produkt sein, es kann auch irgendetwas anderes sein, dann wird man daran zu einem gewissen Prozentsatz beteiligt.
Aber das muss man natürlich nicht machen. Also ihr bezahlt jetzt nicht irgendwie mehr Geld oder so. Aber ja, das macht es für mich halt einfacher, dieser Shop. Unter meinen ganzen Videos, wenn ich nur diesen einen Link setze zu meinem Shop, dass ihr dann die ganzen Produkte seht, weil da halt auch immer viele danach fragen und ich möchte euch das gerne beantworten. Deswegen habe ich diesen Shop eingerichtet. Also das lasse ich einwirken, kurz einziehen, damit meine Haut etwas Feuchtigkeit bekommt. Dann habe ich jetzt etwas, das habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt von Balea, dieses Aquaserum, Feuchtigkeitsserum. Das finde ich nicht schlecht, aber ich muss sagen, das ist so ein bisschen, ja, so klebt. Also es hinterlässt so ein klebriges Gefühl auf der Haut. Also am Anfang nicht, aber wenn es dann etwas länger drauf ist, dann fühlt es sich so verklebt an. Also wirklich minimal. Auch das wiederum lasse ich einziehen. Also ich versuche so viel Feuchtigkeit wie möglich meiner Haut am Morgen zu geben, auch als Grundlage für das Make-up, damit die Haut gut mit Feuchtigkeit versorgt ist über den Tag. Und das mindert natürlich auch ein bisschen die Mitesser. Und dann gebe ich mir Kinderkaufmannscreme auf meine Lippen, das mache ich auch abends. Ich liebe diese Kinderkaufmannscreme, die macht das so richtig intensiv, pflegend. Das ist einfach ein tolles Gefühl. Und dann, jetzt kommt's, sprühe ich mich nochmal damit ein, wenn das eingezogen ist. Also wenn ich denn Zeit habe, das kann ich natürlich nicht. Ich mache das immer so zwischendurch, zwischen Kinderbetreuung. Und dann nehme ich nochmal das hier. Und zwar ist die von Clinique, diese Moisture Surge Creme. Man sieht es, glaube ich, kaum. Die habe ich mir im Urlaub gekauft, als kleine Belohnung. Bei meiner Mama, als ich in Klagenfurt war. Und weil die so gehypt ist. Und ich finde die gut, ja, keine Frage. Also ich finde die gut, aber ich kann jetzt auch keinen super Effekt feststellen. Wahrscheinlich einfach deswegen, weil meine Haut jetzt an sich nicht so schlimm ist. Also klar, ich habe so ein paar Mitesser und Poren, aber man sieht es, glaube ich, also so viel ist es nicht. Ein paar gerötete Stellen an der Nase. Aber die war halt total gehypt. Aber die ist super, super teuer. Die versorgt aber die Haut so mit Feuchtigkeit. Also die macht, hinterlässt ein richtig tolles Gefühl. Und ich bin die ganze Zeit immer überlegen, ob ich mir die nochmal nachkaufe oder nicht. Weil dieser kleine Tiegel hier hat, glaube ich, 35 Euro gekostet oder 32 Euro. Und das habe ich im Februar gekauft, ich glaube sogar Ende Februar, jetzt haben wir Ende April, also die hat gerade mal 2 Monate gereicht. Jetzt gucke ich hier, die ist ja fast schon leer und dafür so viel Geld auszugeben, deswegen bin ich etwas am Überlegen. Ich glaube, das ist schon ganz schön viel und jetzt habe ich, also normalerweise nehme ich ja das hier, DM, diese Sensitive 50, das ist auch extra für das Gesicht und Dekolleté und jetzt habe ich das hier entdeckt gestern. Gestern nehme ich einkaufen bei DM. Zum Sprühen. Das soll für den Sport sein, aber ich fand das eigentlich ganz nett. Riecht etwas männlich, so ein bisschen, aber transparentes Sonnenspray, das ist nicht schlecht. Macht wahrscheinlich wirklich Sinn, wenn man so rausgeht oder so Training macht. Naja, man kann es immer ausprobieren. Genau, das ist eigentlich das, was ich so mache. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas vergessen habe, weil immer wenn ich nämlich mit der Kamera rede, kann es sein, dass ich ab und zu ein paar Dinge vergesse, die ich sonst normalerweise mache. Das war's. Ich bin jetzt fertig, jetzt gehe ich in das andere Bad, weil da das Tageslicht von der Seite besser ist. Also hier scheint tatsächlich die Sonne volles Ballett rein. Also so richtig, deswegen schminke ich mich auch immer hier in diesem Bad. Dann sieht man das nämlich besser. Ihr seht es, glaube ich, schon. Und jetzt gucke ich mal, ob ich das auf irgendeiner Höhe hinkriege, sodass ich euch hinstellen kann. Ich zeige euch jetzt nicht meine ganze komplette Schminkroutine, Make-up-Routine. Die wollte ich ja professionell abdrehen. Ich weiß nicht, ob Ella jetzt noch weiter schläft oder nicht. Sie hat sich gerade bewegt, aber sie sieht aus, als würde sie jetzt wieder weiter schlafen. Die zwei Produkte, die nutze ich dazu. Das sind getönte Tagescreme. Einmal mit so einem Glow-Faktor. Das ist das, was das Gesicht immer so zum Glänzen bringt. Also wenn man sich so bewegt, dass das dann halt so diesen Glanz hat. Das muss man natürlich mögen. Und ich weiß, dass das viele nicht mögen, aber ich finde das halt im Sommer, finde ich das total schön. Also das mische ich beides. Das ist beides medium to dark. Also beides die dunkelste Farbe sozusagen. Und gebe mir das hier auf meinen Finger. Einmal, manchmal auch ein bisschen mehr, je nachdem.
Und das hat so einen leichten bräunlich-gräulichen Ton und das andere geht mehr so in dieses orangefarbene, also diesen orangefarbenen Ton. Und das arbeite ich auch ganz normal mit den Händen ein. Das gibt auf jeden Fall auch nochmal Feuchtigkeit ab. Hinterlässt jetzt, also ist jetzt nicht Make-up-ähnlich. Also man sieht da trotzdem noch gewisse Stellen, die gerötet sind. Aber ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt. Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen zu hell eingestellt. Also hier habe ich auch einen Pickel und es hinterlässt erstmal, also ich sehe ganz anders aus in der Kamera, die fängt immer die Farbe so falsch ein. Normalerweise ist meine Haut viel brauner. Das ärgert mich immer total, da das ja so ein bisschen das Ergebnis verfälscht. So sieht das jetzt aus, also man hat natürlich immer noch diese ganzen Stellen und es ist jetzt kein Make-up, was abdeckt. Und dann decke ich das Ganze einmal damit ab, mit dem hellen Concealer und diesen dunkleren Ton, der ungefähr meinem Hautton entspricht. Damit gehe ich nochmal so in diese einzelnen Stellen, die nicht so prall aussehen. Und unterm Auge trage ich dann diesen hellen Concealer auf. Sieht jetzt wahrscheinlich sehr komisch aus, aber ziehe das so an der Nase lang runter. Und verteile das unter dem Auge, damit es eben nochmal so einen hellen, leuchtenden Effekt gibt. Einen glänzenden, wachen Eindruck hinterlässt. Das ist der Sculpting Brush von Real Techniques und damit arbeite ich das jetzt einfach ein. Schade, dass man das nicht so gut erkennt, aber vielleicht auf der anderen Seite. Das mache ich nicht mit dem Finger, weil sich das dann nicht so gut reinsetzt, sondern das zieht man dann irgendwie so weg. Kommt mein magisches Produkt, also das, dieses Glowige, kommt von dem da. Und jetzt habe ich einen absoluten Favoriten entdeckt. Und der macht irgendwie das Gesicht, modelliert das Gesicht nochmal. Das ist eigentlich ein Blush. Der sieht so aus, der ist von Trended Up in der Farbe 70. Den nehme ich aber nicht als Blush, sondern zum Konturieren. Der hat so einen ganz leichten Glow-Effekt und der gibt natürlich diese Bräune wieder, die ich hier oben an der Stirn ansetze und dann natürlich an der Wange, also sozusagen unter den Wangenknochen, das kennt ihr ja. So, das ist jetzt erstmal, das sieht ganz anders aus als so in Wirklichkeit. Das ist so krass. Hier kann man das ganz gut erkennen, wie es tatsächlich aussieht. Also auch von der Farbe her. Das ist immer in dem Bart etwas schlecht von der Belichtung, weil das zu überbelichtet wird. Ich hoffe, ich kriege das dann hin, wenn ich das dann extra für euch abfilme. Ich werde mich jetzt erstmal weiter schminken. Er schläft wieder, dreht sich immer wieder um und schläft immer wieder mal ein. Ihr geht es aber wieder gut. Also sie ist wieder fit wie ein Turnschuh. Und wenn ich das gemacht habe, dann nehme ich euch wieder weiterhin mit. Ich habe nämlich auch ein paar Pakete bekommen. Wir sind jetzt beim Mittagessen. Sie hat schon ein bisschen was gegessen. Jetzt geht's weiter. Schnuppeldiebub. Schnuppeldiebub. Ja, kommt da noch ein drittes Zähnchen? Warte mal. Was habe ich denn da entdeckt? Was habe ich da entdeckt? Brei. Brei an meiner Wand. Kommt ja auch, glaube ich, längere Haare. Also das sowieso, aber die gehen so nach oben, als würde sie Locken kriegen. Da bin ich ja mal gespannt. Auf der anderen Seite ist das nämlich genauso. Und ich habe gerade entdeckt, dass sie hier unten einen dritten Zahn bekommt, neben der unteren Zahnreihe. Ich habe ja gestern auch so etwas hier bei DM gekauft. Das ist so eine Zahnungshilfe, beziehungsweise so ein Vorläufer von einer Zahnbürste, damit sie schon mal das Gefühl davon bekommen. Da gibt es noch ein zweites. Kannst du mir das mal bitte geben, Elias? Das liegt ja direkt neben dir. Ja. Und das findet sie richtig gut. Also sie... Ich habe ihr das heute das erste Mal gegeben und sie mag das. Also
Wenn die da sitzt, mit Beinen da. Ja. Sind sie so niedlich? Sind sie so niedlich? Ah! 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 Mach das mal nach. Ah! Wir müssen sie auch noch anziehen. Sie hat immer noch ihren Strampler an, weil sie super lange geschlafen hat. Das werde ich jetzt erstmal machen. Und Elias macht hoffentlich dann sein allerletztes Arbeitsblatt zu Ende. Aber er hat heute schon, er war schon sehr fleißig. Wir wollen jetzt noch lesen und dann vielleicht nochmal die Uhrzeit durchgehen, je nachdem. Jetzt ist es kurz nach 11:30. Felix stellt mir hier die ganze Zeit Alexa hin und her und dann habe ich ein riesiges Paket bekommen. Mein Hund liegt direkt im Weg. Immer dort, wo ich lang gehen muss. Ich sag's euch, jetzt hat der Postbote geklingelt, sogar zweimal. Und die Kinder, die sind immer total fanatisch, wenn neue Pakete kommen, wollen die mal auspacken zusammen. Auf jeden Fall habe ich hier da ein paar Sachen bestellt, weil wir natürlich erstens nicht einkaufen gehen können. Zweitens brauche ich definitiv Sommersachen, ich habe nämlich gar keine mehr. Und beziehungsweise passen mir die nicht. Und ja, und ich will natürlich auch gucken, was mir davon am liebsten gefällt. Ich will nicht irgendwas anziehen, sondern... Fällt ja nicht runter. Sondern halt auch so, dass ich mich da wirklich... wohlfühle, dass es passt und deswegen sind es halt auch ein paar mehr Sachen. Jetzt bin ich super gespannt, was da drin ist. Ich stelle euch mal hier ab und wir packen das jetzt mal zusammen aus. Oh, was ist da drin? Was ist da drin? Was ist da drin? Oh. Willst du nicht auspacken? Da. Oh. Also bei Naked habe ich mir zwei Kleider bestellt. Und das eine fand ich richtig, richtig schön. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so, schon so schnell ankommt. Ein graues Kleid mit Spitze. Sieht richtig hübsch aus. Ich werde es nachher auch mal anprobieren alles. So sieht es von Nahem aus. Also richtige schöne Spitzendetails. Es gab es auch, glaube ich, in Weiß und in Schwarz. Aber ich liebe ja so grau. Das kann man super schön kombinieren. Auch mit Beige, mit Weiß, mit Schwarz, mit allem. Dann haben wir noch ein. Das ist, glaube ich, ein Leinenkleid gewesen. Aha, das habe ich bestellt. So, das nächste ist ein Leinenkleid. Sieht erstmal so an sich gar nicht so spektakulär aus. Aber ich finde Leinen im Sommer immer sehr, sehr angenehm zu tragen. Es ist total luftig. Das einzige Problem bei hellem Leinenstoff, dass es eben Falten schlägt. Und man da immer hinterher sein muss und das bügeln muss. Bei Schwarz ist es nicht so. Aber wir werden sehen, wie das dann getragen aussieht. Ich bin wieder zurück. Wir haben jetzt Mittag gegessen. Das sieht immer so asymmetrisch aus. Und wie dieses, ich weiß gar nicht, obwohl das nur entzündet ist, sieht das Auge so anders aus. Ich habe keine Ahnung, ist ja auch egal. Das hier bestellt, das sieht so hübsch aus. Das ist ein Body und der hat so ganz, oder das ist so ganz toller, edler Stoff. Also das ist auf jeden Fall gerippt, aber nicht dieses normal gerippte, sondern so. So sieht es aus und ist natürlich jetzt eng anliegend, aber ich kann mir das... super gut vorstellen, zum Beispiel zugebundene Haare und vielleicht so ein roter Lippenstift oder natürlich auch offen getragene Haare, sieht schon auch nicht schlecht aus. Und dazu kann man dann ganz normal eine schwarze Hose anziehen. Also da bin ich sehr gespannt, wie das aussieht. Dann habe ich mir ein Kleid bestellt. Da war ich mir nicht ganz sicher, ob ich das gut finde. Ich habe so eins schon vom Schnitt her. Ich mag die sehr gerne, aber ich finde, dass die manchmal... Ah gut, stimmt nicht. Also manchmal haben sie so einen leichten Oma-Look. Ich weiß nicht, ob ihr die Kleider von H&M kennt. Die kosten immer so 20 Euro und die haben so eine schöne Länge. Und dazu gibt es immer noch ein Band. Und die trage ich eigentlich sehr gerne, aber ich finde diesen Streifenlook immer so schön. Also ich mag das sehr, sehr gerne. Wir werden sehen, wie es angezogen aussieht. Dann habe ich mir eine Hose bestellt. Die sieht super riesig aus, aber ich denke mal schon, dass sie mir passen wird. Das ist so eine Paperback-Hose. Finde ich die sehr, 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 sehr schön. Da habe ich schon... ein oder zwei aus den letzten Jahren zusammen mit diesem Oberteil zum Beispiel kombiniert. Jetzt mal als Beispiel. Sieht bestimmt wunderschön aus. Dann habe ich noch eine, auch eine Paperback-Hose. Also ich habe mir davon sehr viel bestellt, weil ich mir dachte, das schmeichelt vielleicht. Weiter geht's, ihr Lieben. Ich wurde kurz unterbrochen. Der Postbote hat was vorbeigebracht. Diesmal nicht für mich. Dann habe ich eine, noch so eine Hose gekauft. Auch wieder eine Paperback, weil ich finde, dass die
ich hoffe, dass die Figur schmeichelnd sind. Also klar, wenn man jetzt die so anzieht, dann sieht es erstmal obenrum gut aus. Da muss man natürlich noch dann eine Lösung für unten finden. Ich denke, ich habe da schon so eine Idee. Also auf jeden Fall habe ich mir die Hose bestellt, weil ich die abgebildet sehr schön fand. Mal sehen, ob ich die auch so tragen werde. Dann hatte ich ein ganz tolles Outfit im Kopf. Und ich hoffe natürlich auch, dass das gut aussieht. Und zwar habe ich mir noch so eine Hose bestellt. Allerdings in einem etwas eleganteren Look. Was ja eigentlich auch so meins ist. Also ich stehe schon so auf die klassischen Sachen. Aber ich ziehe auch mal andere Sachen an. Das ist ja natürlich ganz klar. Aber ich habe mir jetzt die Hose und ich hoffe, dass die passt in so einem Beige-Ton. Es ist leider Gottes etwas überbelichtet. Ich halte es deswegen mal zurück. Ein sehr, sehr heller Ton. Ich würde fast behaupten, so ein cremefarbener. Und die hat hier vorne einen wunderschönen Gürtel, wie ich finde. Und dazu habe ich mir, jetzt haltet euch fest, ich fand diesen Look so schön, ich glaube, es war auch ein Body bestellt. Und ich hoffe, dass es auch gut aussieht. Ja, und zwar diesen Body dazu. Das sieht so wunderschön aus. Ich bin gespannt, wie das angezogen aussieht, sage ich euch. So, also das wäre jetzt so der finale Look für den Sommer. Wenn ich dann natürlich noch etwas abgenommen habe, dann sieht es vielleicht auch noch anders. Dann habe ich mehrere Overalls bestellt. Der sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ja, der gefällt mir sehr gut. Auch von der Machart her. Vom Stoff her auch. Gürtel gefällt mir auf jeden Fall. Das Einzige, was mir wieder nicht gefällt, dass ich das bestimmt bügeln muss. Das ist natürlich immer so eine Sache, weil ich dazu nicht komme. Beziehungsweise das auch etwas ist, was ich überhaupt nicht gerne mache. Dann habe ich mir noch Schuhe bestellt. Und zwar sehen die so aus. Mit so einer goldenen Schnalle, ganz normale beige Schuhe. Dann habe ich noch eine Tasche bestellt. Ich habe nämlich keine Taschen. Könnt ihr das euch vorstellen? Also ich habe eine pinke Tasche und das war's. Und dann habe ich ja hauptsächlich nur Rucksäcke. Und die fand ich richtig hübsch. Das ist so ein, ja, so eine Wildlederoptik. Und die hat auch die perfekte Größe. Das einzige Problem, was ich in diesen Taschen immer finde, ist, dass man da halt einfach so reingreifen kann und etwas rausstehlen. Also es gibt jetzt kein Fach, wo man eben ja, Wertsachen irgendwie verstauen kann. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, aber so an sich finde ich die echt hübsch. Dann habe ich noch etwas bestellt, was ich gar nicht mehr wusste, dass ich das bestellt habe, weil ich dachte, ich habe das wieder rausgenommen. Aber anscheinend habe ich es dann doch wieder reingepackt. Und zwar ist es eine Bluse. Die fühlt sich sehr nach Seide an. Das ist aus einer bestimmten Kollektion. Ich kann euch das gleich sagen. Johanna Ortiz. So viel, wie ich hier lesen kann. Ja. Und zwar sieht die so aus. Ach so, doch. Das ist eine andere. Genau. Die ist etwas bauchfrei. Also was heißt bauchfrei? Also wenn ich hier natürlich diese Hose anhabe, dann gehen die ja auch etwas höher. Vielleicht macht das dann Sinn. Wir müssen gucken. Ein ganz normales Tube Top, aber ich glaube, das ist für mich eindeutig zu klein. Das brauche ich gar nicht anziehen. Das ist mir viel zu kurz und zu klein. Also ich weiß nicht, ob ich, wenn ich das in die Hose reinstecke, sieht natürlich auch zu beige richtig cool aus. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wie es angezogen aussieht. Dann habe ich noch Schuhe bestellt, und zwar solche rosanen. Dann habe ich mir noch ein Jumpsuit bestellt und der hat diesmal Ärmel. Aber vom Stoff her ist er genauso wie dieser khakifarbene, ein ganz schlichter mit einem Gürtel, auch wieder in Gold, finde ich sehr schön. Das ist natürlich immer so eine Sache bei Sonnenbrillen, wie die natürlich sitzen. Mal sehen, wie die aussieht. Okay, ich sehe es gerade nicht, außer in der Ausblendung. Ich glaube, diese ist einfach zu hoch für meine Nase. Also ich müsste die schon tatsächlich, natürlich jetzt mit diesem Auge, ich glaube, das drückt das alles so hoch. Also ich kann mir das nicht erklären. Auf jeden Fall, ja, das wäre so dieser Look. Weiß nicht, ich muss es immer vom Spiegel sehen. Aber so an sich finde ich die von der Machart her schon recht cool. So. Achso, ich habe noch ein paar Schuhe bestellt, das habe ich euch noch nicht gezeigt. Und zwar sind das schwarze Slipper. Die sehen so aus. Ganz schlicht, einfach. Hier vorne kommt der Zeh durch. Also hier auch der Fuß, da vorne der Zeh. Aber ich finde die so elegant. Ich
Ich hoffe, dass die gut aussehen. Natürlich möchte ich nicht alles behalten, weil ich glaube, danach wäre ich arm mit den ganzen Sachen. Ich ziehe das jetzt alles an, schaue. Ich habe ja noch was. Es geht ja noch weiter. Das habe ich mir allerdings gestern schon angeguckt, deswegen ist es für mich jetzt nicht neu. Ich zeige es euch natürlich trotzdem. Und zwar habe ich ein Kleid bestellt. Also das ist jetzt auch alles von H&M, was ich euch zeige. Das kam gestern an. Das ist von Divided. Und bei Divided ist es immer so, dass die Teile immer kleiner ausfallen. Deswegen habe ich hier auch eine große Größe genommen. Das ist so ein rosafarbenes Kleid mit solchen Punkten. Genau, so sieht das aus. Dann habe ich mir eine Bluse bestellt. Die wollte ich eigentlich auch in diese Paperback-Hosen reinstecken, in eine schwarze. Die habe ich aber schon angezogen. Die habe ich zwar zugekriegt, aber ist natürlich schon recht eng. Also das ist so ein Off-Shoulder-Teil, eine Off-Shoulder-Bluse. Die finde ich immer sehr, sehr schön. Aber die rutschen bei mir immer hoch und ich finde es obernervig, wenn ich da immer jedes Mal ziehen muss. Dann habe ich noch eine wunderschöne Hose bestellt. Auch in der 40, auch natürlich wieder gleiche Machart. Auch wieder Leinen. Habe ich mich auch schon reingequetscht. Sehr knappe Kiste. Dann eine Hose in Schwarz. Aber die hatte ich ja gestern schon an. Ja, ich passe da rein, aber es ist halt schon eng. Und dann denke ich mir auf der einen Seite, wenn ich da jetzt reinpasse und sie ist eng und ich nehme vielleicht noch 5 Kilo ab bis zum Sommer, dann passt sie ja wieder. Dann passen ja wiederum die anderen Sachen nicht. Deswegen ist es eine schwierige Kiste, das zu entscheiden. Wir werden sehen. Dann habe ich noch ein Kleid bestellt. Das finde ich so an sich nicht schlecht, aber ich glaube, es ist mir dann doch ein bisschen zu altbacken. Also weil es auch vom Schnitt her so lang ist. Das hatte ich gestern schon mal an. Und ich muss mich darin schon richtig wohlfühlen, damit ich die Sachen auch behalte. Ansonsten hängen sie nämlich im Schrank. Das sieht so an sich sehr schön aus. Ich glaube, es wäre so ein Teil, was ich nicht oft anziehen würde, was immer so im Schrank hängt. Deswegen, wir werden sehen. Dann habe ich noch einmal nochmal Schuhe hier drin. Die habe ich aber gar nicht erst ausgepackt, weil ich die irgendwie, weiß nicht. Also ich finde diese Schnalle und das Weiße finde ich schon ganz cool. Aber die Form, sie erinnert mich so an früher. Und dann noch eine Off-Shoulder-Bluse in Gelb. Gelb und Beige finde ich auch sehr schön zusammen kombiniert. Da habe ich bei Reserve zwei Paar Schuhe bestellt und noch ein Kleid. Und die Schuhe finde ich richtig, richtig cool. Die sehen so aus. Ich trage normalerweise eigentlich keine hohen Schuhe mehr. Habe früher eigentlich fast, also nicht nur, aber sehr häufig hohe Schuhe getragen. Aber ich habe jetzt, ich fand diesen Absatz nicht so hoch und dadurch, dass es auch so ein Blockabsatz ist, läuft sich das auch sehr gut und bequem. Das einzige Problem ist, dass die mir zu klein sind. Und ich habe sie jetzt nochmal größer bestellt. Ich habe mich in diese Beigen verliebt. Ich finde die so schick, weil die halt auch zu allen möglichen Sachen passen würden. Die kann man einfach zu einem Kleid kombinieren. Man kann sie auch im Alltag tragen. Man kann sie abends tragen, wenn man weggeht oder wenn man vielleicht essen geht. Die gibt es aber auch in Schwarz. In Schwarz haben sie mir auch gefallen. Aber ich wollte jetzt nicht zwei Paar behalten davon. Also die finde ich auch sehr, sehr schön. Aber ich muss sagen, die fallen relativ klein aus. Also ich habe ja normalerweise die Größe 39. So, jetzt ist es aber so, habe ich das Gefühl, umso mehr ich wiege. Und seit der Schwangerschaft sind meine Füße irgendwie platter geworden. Und wenn ich wieder abnehme, ich habe ja nur schon die Erfahrung gemacht, ich habe ja schon mal so viel gewogen nach der ersten Schwangerschaft, bin dann wieder zurück auf mein Ausgangsgewicht gekommen. Und da hatte ich so 38,5, 39 in der Regel. Und jetzt habe ich eigentlich die 40. Manchmal auch musste ich die 41 nehmen. Und da habe ich jetzt nicht reingepasst. Also ich habe in die 39 kaum reingepasst, in die 40 habe ich reingepasst. Aber es war halt so grenzwertig und es muss schon richtig angenehm sitzen. So, jetzt habe ich die Schuhe, wie gesagt, nochmal in der Nummer größer bestellt. Und das Kleid, das hatte ich auch schon an, das finde ich sehr, sehr schön. So ein rosafarbenes Kleid. Auch wieder so stufig gemacht. Sieht sehr ähnlich aus wie das von H&M. Aber ich glaube, das hier gefällt mir so von der Optik her schon mal besser. Genau, das sind all die Sachen, die ich bestellt habe. Und jetzt würde ich sagen, probiere ich die einfach alle mal an. In Kombination. Ich bin super gespannt. Habe auch schon den Spiegel aus dem Schlafzimmer rausgeholt, weil Ella ja schläft. Und ja, wir sehen uns gleich. So, ich habe jetzt mal den ersten Look angezogen. Das Oberteil finde ich an sich, beziehungsweise ist ja eigentlich ein Body, an sich nicht schlecht. Ich finde es auch cool, dass das hier so unten abgesetzt ist. Aber in Kombination mit dieser Hose
ist es wahrscheinlich nichts, weil die einfach zu hoch sitzt und die, ja, meine Knie, die sind, haben immer solche Stellen, schon seit Jahren. Dieses Fleckige, ich weiß nicht, wie ich das wegkriege, obwohl ich es immer peele, finde ich, nochmal zurück zur Hose, die sieht, also die trägt sehr, sehr doll auf. Die ist hier natürlich schlabberig, klar, aber ich weiß nicht, in Kombination, ich könnte mal sagen, wie ihr das findet, macht es nichts, weil es auch proportional komisch aussieht. Also von den Proportionen her, vielleicht müsste das dann doch eine Hose sein, die weiter unten sitzt bei diesem Oberteil, aber so an sich mag ich das. Diesen Stoff finde ich sehr, sehr schön, auch angenehm zu tragen. Und wenn man dann vielleicht, ich habe jetzt auch gegessen, noch ein paar Kilo weniger hat, sitzt es wahrscheinlich auch schon noch angenehm. Aber die Hose macht jetzt, also dafür fühle ich mich jetzt auch nicht so wohl darin. Die Schuhe finde ich richtig toll. Also auch so von der Machart her, von der Seite, kann ich euch gerne mal zeigen. Sieht schon cool aus. Allerdings komme ich da mit meinem Zeh vorne nicht rein. Also ich weiß nicht, ob ich so dicke Füße habe, aber eigentlich nicht. Also es ist wahrscheinlich schon sehr eng gemacht. Das sieht so obermerkwürdig aus. Ich denke dann auch an den Alltag mit Kindern. Da muss ich da schnell rein. Und wenn ich dann da ewig keine rumfummle, weiß ich auch nicht, ob das so viel Sinn macht. Ich zeige euch mal die nächste Hose. Das ist auch die schwarze, die ich jetzt, ja, wie ich gesagt habe, die zu eng ist. Das ist jetzt eine 40. Also die ist natürlich zu eng. Das sieht man auch sehr deutlich. Aber so vom Sitz her, von der Passform her, finde ich die schon gut. Also ich glaube, die werde ich mir nochmal in der Nummer größer bestellen, obwohl man sich jetzt nicht vorstellen kann, dass das gut aussieht. Aber ich glaube, so zusammen mit dem Look ein paar Kilo weniger und wenn es hier nicht so einschnürt, kann das bestimmt schon nicht schlecht aussehen. So, ihr könnt euch vorstellen, wie ich mich gerade freue, dass dieser Look, den ich mir ausgedacht habe, beziehungsweise so überlegt habe, gut aussieht. Also da sieht wirklich, also das gefällt mir richtig gut. Die Hose finde ich richtig schön, auch vom Material her mit diesem Gürtel. Natürlich muss man da noch einmal drüber gehen mit dem Bügeleisen, aber ansonsten finde ich das echt. Also mir gefällt es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es ist natürlich immer komisch, so einen Body zu tragen. Das ist, muss man auf jeden Fall mögen. Ich habe jetzt auch mal die Sonnenbrille aufgesetzt. Also so an sich, wenn ich das im Spiegel sehe, gefällt mir das recht gut. Aber auch das muss man mögen, weil das ist schon sehr, was heißt sehr crazy. Aber ja, es ist auf jeden Fall etwas, was wahrscheinlich nicht jetzt jedem gefällt. Aber das ist ja bei der Mode eh so. Und jetzt wollte ich in diese Schuhe rein. Und könnt ihr euch vorstellen, dass ich da nicht reinkomme? Ich wollte jetzt einfach mal, oder beziehungsweise habe ich jetzt meinen Schuhanzieher geholt. Das kann doch nicht sein. Entweder werden die meine Füße immer riesiger oder die Schuhgrößen, also dass ich in eine 40, ich passe da tatsächlich nicht rein. So, ich habe wieder das nächste Teil an. Das ist jetzt das Kleid von Reserved. Und ich finde, das sieht ganz, also so an sich vom Tragekomfort her ist es sehr schön. Es trägt sich super angenehm, aber es schmeichelt meiner Figur total nicht. Also, nee, das sieht, es ist halt einfach zu eng. Wenn ich es jetzt vielleicht noch eine Nummer größer nehmen würde, also hier oben passt es, klar, aber da, es kaschiert natürlich auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt so bestellt habe, aber anscheinend schon. Also das geht auf jeden Fall wieder zurück. So, ich habe jetzt das nächste an. Ich habe mich jetzt schon mal etwas weiter weggestellt. Das ist das graue Kleid von Reserved. War das von Reserved? Nein, das war gar nicht von Reserved. Das war von Naked, weil das ist das Kleid davor auch. Das ist das mit diesen Spitzendetails, habt ihr ja gesehen. So sieht das aus. Und ich muss sagen, also ich habe schon Tests gemacht, Arme hoch. Es verrutscht jetzt nicht extrem, habe mich mal hingesetzt. Es hat eigentlich auch eine sehr angenehme Länge. Auch muttifreundlich sozusagen. Und ich glaube auch, wenn ich das jetzt behalten sollte, also ich finde es sehr schön, dass wenn man abnimmt, dass das trotzdem noch gut aussieht. Also es ist hier so etwas weiter geschnitten. Man könnte jetzt natürlich noch meinetwegen einen braunen Gürtel oder so einen beigen Gürtel drum machen. Aber ich finde, wenn das Kleid so viele Details hat, braucht man das gar nicht. So, nächstes Teil. Ich habe mich jetzt wirklich sehr gut in Position gestellt. Also das ist dieser khakifarbene Overall. Ich finde den richtig angenehm, super, sieht toll aus. Also wäre voll mein Ding. Das ist so ein Teil, das ziehe ich an. Ich muss mir nicht großartig Gedanken machen, was ich noch dazu anziehe. Sonnenbrille meinetwegen drauf, Schuhe, fertig ist es. Also ich finde den sehr schön, ja. Jetzt haben wir so einen Klitze, also so an sich nicht schlecht. Und ich, für mich, also mich stört es jetzt auch nicht, dass ich hier
gartenschlank bin, aber ich glaube, da muss man auf jeden Fall noch etwas, also ich, nicht alle, sondern ich müsste da noch was drunter ziehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, dann passt es ganz gut und wenn man dann vielleicht auch noch abnimmt, so 5 Kilo, dann sitzt es vielleicht nochmal besser, obwohl es jetzt so schon an sich schon gut sitzt. Hohe Schuhe könnte man auch dazu anziehen, dass das mit meinen Knien in der Kamera so extrem aussieht. Das stört mich gerade total. Das ist, also man sieht das schon, aber dass das so extrem ist, ist es glaube ich eigentlich gar nicht. Also ich weiß es nicht. Ich sehe mich ja nie von vorne, aber es sieht schon aus, als würde ich nie meine Füße, meine Beine waschen. Ich habe das schon jahrelang. Da sieht man auch mal die Tasche. Die würde jetzt auch dazu passen, obwohl ich tendenziell, glaube ich, etwas Helleres dazu tragen würde, also wieder ins Beige gehen würde. Aber so, es geht natürlich auch. Also es passt natürlich farbig auch zusammen. Ich habe jetzt mal die Bluse angezogen zu der Hose. Also ich finde die Bluse, also ohne die Hose, total schick. Das Problem ist, dass die halt relativ kurz ist. Das heißt, die Hose muss, also für mich in meinem Fall, muss die Hose schon sehr hoch sitzen. Und ja, also ich glaube, so das zusammenträgt halt doch sehr auf, weil die Bluse schon sehr weit ist, die Hose dann unten sehr weit. Also so in Kombination geht es nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt zu einer schwarzen Hose passen würde. Von diesem Material, das ist halt so seidenähnlich. Dass ihr mal das erkennt, finde ich super, super schön. So, auch das ist wieder gut positioniert. Jetzt habe ich meine Hose angezogen, die ich heute auch schon anhatte. Das ist so eine Dragons von H&M. Die sitzt immer ganz gut. Die ziehe ich sehr gerne an. Und jetzt habe ich diese Bluse dazu mal angezogen. Ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also man muss auf jeden Fall dazu etwas Enges tragen. Also man muss nicht, aber es sieht dann in meinem Fall mit meiner Figur besser aus. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich vielleicht dann noch 5 Kilo weniger habe. Und wenn es dann so richtig warm wird, und dann könnte es vielleicht gar nicht mal so schlecht aussehen. So, nächstes Teil, beziehungsweise nächstes Oberteil. So an sich sieht es gut aus. Also mir gefällt es mit den Blumen. Ich mag ja dieses florale Muster. Es sitzt wahrscheinlich auch gut. Man könnte das auch vielleicht reinstecken in so eine kurze Hose. Jetzt habe ich aber wieder das folgende Problem. Achso, übrigens, da bin ich in den anderen Schuh reingekommen. Wahrscheinlich liegt es an dem Band, was da vorne noch drum war. Ich finde die Schuhe sehr schön, ehrlich gesagt. Ich bin mir wirklich ganz sicher, ob das zu viel Fuß ist, was man da sieht. Wisst ihr, was ich meine? Also ich bin jetzt nicht so der Fußfreund. Ich trage meine Füße offen. Ich zeige meine Füße schon. Aber ich weiß nicht, ob das zu viel ist. Sie hat irgendwas. Ich weiß auch nicht. Also ich finde sie auf jeden Fall sehr bequem, keine Frage. Ich weiß nicht, ob das dann zu plattfüßig aussieht, wenn ich das so ganz normal stehen habe. Ja, auf jeden Fall zu diesem Oberteil. Das ist halt das, was ich obernervig finde an solchen Off-Shoulder-Teilen. Sobald man sich einmal bewegt, rutscht es halt hoch und damit rutscht das ganze Oberteil natürlich viel höher. Das ist immer das Problem. Deswegen kaufe ich meistens solche Oberteile nicht. So, nächstes Kleid auch von H&M, Divided. So an sich sieht es nicht schlecht aus, aber so auf den zweiten Blick komme ich mir davor wie, ja, schon etwas älter. Also es sitzt nicht schlecht, keine Frage, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so laufe von Weitem, also der Fokus fällt schon so ein bisschen, ihr wisst worauf. Ja, also es ist auf jeden Fall gut geschnitten, keine Frage. Das Einzige, was mich jetzt stören würde, in meinem Fall, ich weiß jetzt nicht, ist das Off-Shoulder, zieht man das hier oben zu, also das ist halt irgendwie etwas, wenn ich das jetzt so trage, finde ich, sieht das sehr merkwürdig aus. Und natürlich, das hier ist immer an solchen Kleidern, die hier so eine Taillierung haben, immer schwierig, dass es halt immer aussieht, als würde die Brust hängen oder das ist halt immer so, weiß auch nicht, und das rutscht halt immer so hoch und dadurch sieht es halt unförmig aus, finde ich. Also entweder macht man das nochmal mit einem Taillengürtel, dass man das irgendwie nochmal fixiert oder man lässt es halt oder man zieht es gar nicht erst an. Ja. Das ist halt immer recht nervig. Das war jetzt zum Beispiel bei dem grauen Teil nicht so. Da ist es immer recht gut auf einer Stelle geblieben. Deswegen werde ich das auch zurückschicken. So, nächstes Teil. Jetzt habe ich das Kleid angezogen. Also das, was ich euch vorhin erzählt hatte. Ich ziehe jetzt meine Hose nicht aus. Also ich würde es natürlich im Normalfall ohne Hose tragen. Also ich finde, diese Kleider sitzen immer sehr gut. Also die machen wirklich aus jeder, oder die holen
fast aus jeder Figur etwas raus. Also man kann sie natürlich ungebunden tragen, dass sie dann einfach runterfallen, aber in meinem Fall macht es mehr Sinn, das zu taillieren. Ja, also ich finde das Kleid sehr schön. Ich glaube schon, dass ich das behalten werde. Ich habe jetzt dazu mal einen Zopf gemacht. Natürlich kann man auch die Haare offen tragen, keine Frage. Ich muss bloß mal gucken. Von der Länge her ist es auch alltagsfreundlich. Das einzige Problem, was ich jetzt hier sehe, dass das hier so ein bisschen spannt. Aber es ist wirklich minimal. Ich weiß nicht, ob ich deswegen extra jetzt eine Nummer größer nehmen sollte. Ich glaube eher nicht, weil dann wird das andere wieder alles wahrscheinlich zu groß werden. So, ich habe jetzt noch den anderen Overall an. Ich komme mir ein bisschen vor wie Asterix bzw. Obelix. Man sieht es jetzt nicht so, aber es sieht von vorne sehr merkwürdig aus. Seht ihr das? Dadurch, dass hier in der Mitte, wie kann man denn sowas machen, in der Mitte dieser Strich hier so hoch geht von der Hose. Das sieht ja so komisch aus. Und dann sitzt das hier auch noch so merkwürdig. Also ich weiß nicht, so von Weitem geht es vielleicht noch, aber wieso zieht man denn da so ein... Also, dass diese Naht, dass die dort ist, verstehe ich überhaupt nicht. Sonst sich von der Seite sieht es eigentlich nicht schlecht aus. Was mich jetzt auch noch etwas stört, ist dieser Schnitt hier oben. Das mag vielleicht bei manchen ganz vorteilhaft aussehen, aber ich finde, das verbreitert nochmal extrem die Schultern und es rutscht dann immer hier so runter. Ich meine, wenn ich jetzt vielleicht super dünn wäre, dann würde das so lässig locker einfach an mir runterfallen und würde vielleicht noch hier so drüber rutschen, was vielleicht nicht schlecht aussehen würde, aber bei mir sieht es nicht sehr vorteilhaft aus. Also ich fühle mich echt wie Obelix mit seinem Outfit. So an sich Top-Teil, also bis auf diese Naht. Aber ich glaube, so bei richtig dünnen Frauen, dünnen Mädels, kann das schon recht cool aussehen. So, kommen wir zu dem letzten, nee, stimmt nicht, zu dem vorletzten Kleid. Das hatte ich euch ja schon erzählt, dass ich das schon mal anhatte. Ich finde es von der Machart her, finde ich es nicht schlecht. Vom Stoff her finde ich es auch sehr, sehr tragefreundlich. Es knittert. Jetzt weiß ich nicht, ob es knittert, weil es so lag. Und ich denke, wenn man es einmal gebügelt hat, ist es so ein Stoff, der nicht mehr knittert, so wie es sich anfühlt. Es hat aber sowas Oma-mäßiges, also auch von der Länge. Es macht halt von den Proportionen her nichts Gutes für meine Figur. Also entweder müsste es ein Stückchen kürzer sein. So länger dürfte es sowieso nicht sein. Es ist an manchen Stellen nicht schlecht. Hier oben ist es gut geschnitten. Aber wie gesagt, ansonsten ist es so, wenn man sich bewegt, ist es vielleicht auch nicht schlecht. Aber irgendwie ist es halt doch etwas zu altbacken. So, ich zeige jetzt das letzte Kleid. Das ist von Reserved. Das ist das, was ich schon mal anhatte. Und ich finde, man zieht es an und man hat sofort eine schöne Figur. Also das schmeichelt meiner Figur in dem Fall sehr. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann, aber ich muss es vielleicht mal noch ein bisschen dunkler machen. Also es ist vom Schnitt her sehr schön gemacht. Kann man vielleicht mal auf einer Sommerparty anziehen. Ich wäre zum Beispiel ein Typ, ich würde das auch im Alltag tragen, weil ich einfach nur das Kleid anziehen muss und muss mir nicht großartig Gedanken machen, was ich noch dazu anziehe. Und dann einfach Sandalen oder vielleicht auch ein paar hohe Schuhe und schon ist man angezogen. Also es ist auf jeden Fall vom Stoff her auch angenehm zu tragen. Hier unten hat es eine kleine Raffung, also eine Taille. Wenn ich meinen Arm hochhebe, rutscht es zwar ein bisschen, aber es sieht halt irgendwie sehr schön aus. Könnt ihr gerne mal unten reinschreiben, ob ihr findet, dass das gut aussieht oder eher nicht so. Aber so an sich gefällt mir das schon. Ich fühle mich auf jeden Fall wohl darin. Also diese Hose hier, oder die Hosen, das sind ja auch wieder diese Leinenhosen, die werde ich jetzt nicht nochmal anprobieren, beziehungsweise erst gar nicht anprobieren, weil die vom Schnitt her 1 zu 1 genauso sind wie die anderen. Also ich habe eindeutig zu dicke Füße, ich komme da nicht rein. Ja, wir waren jetzt bestimmt 2 Stunden locker spazieren, also ohne die 2 Jungs, und haben super schöne Ecken gesehen. Es war so richtig schön. Alles hat geblüht, es hat super gut geduftet. Ich habe neue Orte entdeckt, neue Orte in dieser Stadt und schöne Häuser gesehen auf jeden Fall. Und ja, also es war auf jeden Fall, um das mal auf den Punkt zu bringen, ein schöner Spaziergang. Und ich werde jetzt Ella den Brei geben, dann werden wir Abendbrot essen. Und übrigens vielen Dank für euren Tipp. Medjool-Datteln,
habt ihr ja ganz fleißig kommentiert. Ich habe die jetzt bei Rewe gefunden für 2,99 Euro. Und wie ihr seht, ich habe schon ein paar davon aufgegessen. Und die sind überhaupt nicht zu vergleichen mit den normalen Datteln. Die sind so richtig saftig und so oberlecker. Also ich werde in meinem Leben wahrscheinlich nie wieder andere Datteln kaufen. Also doch schon für so Sachen wie zum Verarbeiten, Mixen etc. Hallo? Sind Sie der Star des Videos? Schnuppchen. Ella, sag nochmal. Mama, Mama. Hi. Hi. Hallo. So, wir sind jetzt unten im Garten. Ich filme jetzt mit meinem Handy. Ich wollte hier nochmal die Terrasse zeigen. Und es ist gerade so, finde ich, so richtig schön, weil es so ein bisschen geregnet hat. Da ist die Luft so, oh, so frisch und die Vögel. Ich glaube, es hier ist auch kein anderer gerade im Garten, also in der Umgebung. Und es sieht so schön aus. Ich bin gerade dabei, den Tisch abzuwischen. Also das ist unsere Terrasse. Die hatte ich euch ja schon mal auf Instagram gezeigt. Und das ist das Beet, wenn man es so nennen kann. Mit diesem Fliederbusch, das sieht so schön aus. Und ich glaube, das ist eine Hortensie. Ich weiß jetzt nicht. Ja, ich glaube schon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, so sieht es aus. Und hier vorne fehlt noch der Abschluss. Also das wird noch begradigt, auf eine Höhe gebracht. Und dann, sodass das gleichmäßig ist. Aber das ist hier halt so ein bisschen abschüssig. So, das ist relativ schwierig, ist das alles natürlich gerade zu machen. Das sind die Töpfe, die habe ich geerbt von meiner Mama. Die hatte meine Schwiegermama ganz lange vorne stehen und die hat sie mir jetzt nach hinten gegeben. Und dazu noch ein paar Kugeln habe ich dazu noch bekommen. Ja, das wird wahrscheinlich nicht so stehen bleiben und das auch nicht und das hier eigentlich auch nicht. Die Tür, mal sehen, was wir damit machen. So, das ist jetzt erstmal der aktuelle Stand. Ich finde es sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Und ich liebe immer noch diesen Tisch mit dieser Bank. Das ist einfach so super bequem. Es gibt es aber leider nicht mehr. Wir haben schon geguckt, ob wir da noch zwei Sessel dazu bekommen können. Die gibt es nicht mehr im Sortiment. Leider, leider, leider. So, ihr Lieben, ich wollte auf jeden Fall noch mal was zu dem Video sagen. Ich habe ja gestern gar nicht mehr weiter gefilmt. Es war dann so, dass ich natürlich die Sachen auch noch meinem Freund gezeigt habe. Also die Auswahl, oh, ich sehe aus wie Knitschauge, es tut mir leid. Also es tut mir nicht leid, aber es sieht halt einfach so merkwürdig aus. Ich kann es auch nicht ausgleichen. Auf jeden Fall habe ich die Sachen dann meinem Freund gezeigt. Und er meinte dann so, ich habe gesagt, ich will deine ehrliche Meinung wissen, weil er dafür immer ein gutes Auge hat, wo ich manchmal das nicht so erkenne. Und hat dann gemeint, also du hast ja aktuell schon, ich habe ja schon einen relativ großen Bauch. Und wenn ich dann solche engen Sachen anziehe, betont es das natürlich noch. Und habe dann nochmal die Sachen halt, wie gesagt, für ihn angezogen. Und man hieß halt, irgendwie habe ich dann auch ein Video gesehen, dass es nicht so vorteilhaft aussah. Also ich werde jetzt ein paar Teile behalten. Auf jeden Fall die zwei Bodies, weil ich die so schön finde. Und ich glaube auch, dass der eine sogar vom letzten Jahr ist, sodass es den dieses Jahr vielleicht gar nicht mehr geben wird. Also den beigen und diesen bedruckten. Dann werde ich die schwarze Hose eventuell nochmal größer bestellen oder auch behalten. Und also das hat mir auch nochmal die Augen geöffnet, noch mehr, nicht noch mehr abzunehmen, sondern meinen Tagesrhythmus so anzupassen, dass ich auf jeden Fall Sport integrieren kann und halt die Ernährung nochmal anpasse. Genau, also da habe ich jetzt nochmal mir Gedanken gemacht. Das passt jetzt zwar nicht ganz zum Video, auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich die ganzen Kleider zurückschicken. Den grünen Overall behalte ich definitiv. Ich habe jetzt noch drei Kleider bekommen. Da passe ich aber nicht rein. Die sind alle von Divided. Die gefallen mir aber auch so gut, dass ich die in weiser Voraussicht
behalten werde. Also nicht alle drei, aber eins auf jeden Fall. Mal sehen. Das sieht so schlimm aus. Und ja, es ist schon schockierend, sich so zu sehen. Ich glaube, manchmal braucht man schon so solche Momente, um das zu realisieren. Ab und zu denkt man so, ja, ach ja, ich fange morgen an, ich nehme morgen ab. Das ist immer so typisch, also für mich, wahrscheinlich für viele auch. Heute esse ich nochmal was Süßes und gönne mir das total. Und so ist es irgendwie gefühlt jeden Tag. Und dann sieht man das so. Und ich sehe das ja relativ oft, weil ich mich ja dann selber sehe, wenn ich das schneide. Und habe ja dann auch so meine Gedanken dazu. Und gerade so figurmäßig, das hat man, sieht man ja sonst nicht, weil man sieht ja teilweise, oder man sieht ja meistens immer nur meinen Oberkörper und mein Gesicht. Und wenn man dann die Figur sieht, es ist nicht schlimm. Also ich finde es nicht schlimm, wenn man jetzt nicht darauf achtet oder wenn man jetzt vielleicht ein paar Kilos mehr hat, finde ich überhaupt nicht schlimm bei anderen. Aber für mich ist es halt so, dass ich mich bis dato damit nicht unwohl gefühlt habe. Aber wenn ich das so sehe, fühle ich mich natürlich schon nicht so wohl, weil ich ja weiß, dass ich auch anders aussehen kann. Und was auch noch so ein Aspekt ist, dass ich auch viel träger geworden bin. Also wenn ich aufstehe oder aus dem Bett gehe, fühle ich mich nicht mehr so jung und fit. So, wisst ihr, sondern das ist eher so manchmal. Und man merkt schon, dass der Körper da mehr zu tragen hat, mehr arbeiten muss. Und das ist natürlich auch so ein gesundheitlicher Aspekt. Und den bedenke ich halt aktuell sehr stark, weil natürlich will ich ja noch lange leben und für meine Kinder da sein und überhaupt auf meinen Körper hören, achten. Und jetzt kriegt man wahrscheinlich so ein bisschen die Retourkutsche für das, was man jahrelang gemacht hat. Das dauert natürlich auch immer ewig, ehe da Folgeerkrankungen oder Folgeerscheinungen auftreten. Sowas kommt ja nicht von heute auf morgen, sondern sowas passiert ja dann. Meistens dauert es auch zum Beispiel, habe ich letztens erst gelesen, 20 Jahre, bis eine Krankheit ausbricht. Also wenn man sich jetzt 20 Jahre lang ungesund ernährt und sagt, ach nö, bei mir ist ja noch nie was aufgetreten, kann es aber sein, dass es in 20 Jahren sozusagen dann passiert. Oder jetzt könnte man natürlich sagen, wie ist das bei Kindern? Da ist es auch so, dass schon von den Eltern oder von den Vorfahren her es auch so sein kann, dass wenn die sich immer ungesund ernährt haben oder halt nicht so darauf geachtet haben, dass sich das natürlich auch auf die Kinder überträgt. Also das habe ich gelesen in diesem Buch und fand ich ganz spannend, diesen Aspekt. Natürlich habe ich auch erst gedacht, ja gut, aber was ist, wenn die Kinder jetzt schon mit Krankheiten auf die Welt kommen? Das passt ja irgendwie nicht zusammen. Und dann haben sie halt gesagt, dass es halt von den Vorfahren schon sein kann, dass das sozusagen vererbt wird. Zweischneidiges Schwert. Heißt das so? Ich weiß es jetzt nicht, ich glaube schon. Auf jeden Fall wollte ich euch das nochmal sagen. Ich werde viele Sachen davon zurückschicken. Ich werde die Taschen nicht behalten, die ganzen Schuhe gehen zurück. Und werde das alles schön verpacken, genau. Und ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen, dass er so lang war. Ich finde es sehr cool. Natürlich habe ich auch viel erzählt, ich habe auch viel gezeigt. Also es wird wahrscheinlich immer so einen Mischmasch geben. Ich finde persönlich solche langen Vlogs, fand ich früher überhaupt nicht gut, aber jetzt, wenn es interessante Themen sind, gucke ich das sehr gerne, gerade auch beim Joggen. Gut, Knetschauge verabschiedet sich von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zusehen und schreibt mir bitte unbedingt eure Meinung dazu in die Kommentare, wie ihr findet, wie die Looks überhaupt aussehen oder was ihr davon am besten findet. Bis dann, tschüss!